Jo Leute, was geht ab? Elbow am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon im Titel, wir machen heute nochmal was richtig Geiles. Denn ja Leute, ich habe letztens probiert, ein paar Sachen über Ebay zu verkaufen. Und Leute, ihr kennt es, als YouTuber kriegt man mal so das ein oder andere Werbegeschenk. Zum Beispiel irgendwelche Special Editionen von Spielen oder so. Also immer, wenn irgendwie Games neu rauskommen, kriege ich da so riesen Pakete, wo Klamotten drin sind. Oder das, manchmal so viel Zeug, ich weiß gar nicht mehr wohin damit. Und keine Ahnung, wenn das jahrelang bei mir rumliegt und ich damit eh nichts mache, dann verschenke ich die entweder an Familienmitglieder, Freunde oder halt verkaufst sie auf Ebay. Ihr müsst wissen, ich habe bisher wirklich noch nie irgendwas auf Ebay verkauft, sondern immer alles verschenkt, aber das wollte dann irgendwie auch keiner haben. Dachte ich mir, komm, haust mal rein. Und ja, da habe ich dann die ersten Nachrichten schon bekommen. Keine Ahnung, ich biete was für 50 an. Für 20 komme ich abhole. Also wirklich richtig dumme Leute. Und da habe ich mal so im Internet geguckt, es gibt halt echt so lustige Ebay-Chats, wo Leute was kaufen wollen, wo man einfach gar nicht drauf klarkommt. Und da dachte ich mir, dazu haue ich jetzt mal ein Video raus, Leute. Wird wahrscheinlich auch eher ein kürzeres Video. Ich werde jetzt auch mal aufhören, die Videos immer auf 10 Minuten Strecken. Keine Ahnung, warum ich das immer gemacht habe. Ist eigentlich voll dumm. Weil mir irgendwie selber auffällt, ich habe selber manchmal keinen Bock, 10 Minuten lang ein Video zu gucken. Kürzere Videos einfach viel, viel besser. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also natürlich, Gaming-Videos oder so sind immer länger, Rainbow oder so, ihr kennt es, aber hier so Videos, Leute, die sollen kurz und knackig sein. Fangen wir an mit dem ersten Produkt, was auf Ebay verkauft wird, Leute. Ihr seht schon, schwarze Ikea Uden Modulküche mit Geschirrspüler, Mikrowelle und auf dem Bild drauf erkennt man jetzt eigentlich fast gar nicht. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Brotkorb und dann schreibt auf jeden Fall jemand, der das halt kaufen will. Guten Tag, kurze Frage. Ist der rosafarbene Brotkorb auch zu verkaufen? Beste Grüße. Voll freundlich, so voll deutsch. Er schreibt dann aber nein, weil, ne, ist nicht zu verkaufen und er antwortet einfach Fotze. Junge, warum Fotze am Nachholen? Erst am Anfang so richtig nett und so und dann schreibt er einfach Fotze. Wie behindert muss man sein, ey? Egal, wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Und zwar, hallo, da geht's um ein Bett. Ist das Bett noch zu haben? Hallo, leider nicht mehr. Ich habe vergessen, es rauszunehmen. Mache ich aber sofort. Liebe Grüße. Bis dahin, ganz normaler Chat. Dann geht's aber natürlich wieder weiter. Ihr antwortet, okay. Dann wieder eine Minute später, super. Und dann, sonst leck ich dich. Hä? Junge, der Typ ist richtig durch mit seinem Leben. Warum sonst leck ich dich? Was ist das für ein Sinn? Auf jeden Fall, Leute, wie behindert ist das bitte? Beim nächsten Chat geht es um den VW Polo 9N12. Keine Ahnung, so gut kenne ich mir jetzt auch nicht mit Autos aus. Auf jeden Fall schreibt der Typ, und sowas hasse ich ja direkt, einfach nur einen Preis. 2000 Euro. Der Verkäufer schreibt dann nein, Fragezeichen. Der so, war, also, ich denke mal, das heißt was. Was nein, musst du ja sagen. Der schreibt 2000 Euro nein. Der andere Typ sagt, ich sage ja. Und der Verkäufer, ich sage nein, 3000 Euro muss ich haben. Und dann schreibt der andere einfach, soll ich vorbeikommen und dich schlagen? Genau. Ja. Weiter geht's. Und zwar will da jemand sein Handy verkaufen. Hallo, für 70 Euro würde ich das Handy heute holen. Also das ist halt ein Angebot. Der Typ schreibt, für 100 Euro kann es gerne abgeholt werden. Dann schreibt er, für 100 Euro darfst du mir einblasen. Boah, Leute. Was ist das? Das ist so behindert. Warum schreibt man denn so, Junge? Auf jeden Fall, ey, hammergeil, Leute. Weiter mit dem nächsten iPhone X. 64 GB Space, grau ungeöffnet. Kostet mal Minimum über 1000 Euro. Auf jeden Fall schreibt er, moin, moin. Ich hätte einen Nordseeurlaub im Sommer 2018 300 Meter vom Strand entfernt. Buchungsbestätigung und Zahlungsmittel kann ich auch senden. Als ob er den Urlaub auf Ebay gegen ein Handy tauschen will. Wer sagte du, Junge? Ich meine, es kann ja sogar sein, dass dieser Urlaub auch so viel wert ist, aber warum bietet man das in einem Chat auf Ebay an? Der Typ dachte sich wahrscheinlich auf chillig so, du, tausche mal heute mal gegen, keine Ahnung was, und er bietet einfach seinen Nordseeurlaub an. Auf jeden Fall richtig gut. Dann natürlich auch immer die Klassiker, die liebe Grüße schreiben, Leute, und zwar Carlo schreibt irgendwas, ich weiß nicht, worum es da ging, 600 Euro für alles, liebe Grüße. Er schreibt nein, liebe Grüße. Er schreibt okay, liebe Grüße. Das hat einfach, und das hört sich dumm an, aber so schreiben halt wirklich nur diese richtig Deutschen immer mit LG. Hallo, schönen Tag wünsche ich dir, LG und so, Leute, Lachkick. Ich meine das normal, so schreibe ich zum Beispiel meiner Vermieterin auch oder keine Ahnung was, aber keine Ahnung, man muss halt nicht übertreiben mit LG nach jedem Satz. Hallo, könnten Sie sich einen Preis von 1900 vorstellen? Ja, könnte ich. Ich aber nicht. Hä, was ist das? Dieser Typ will etwas verkaufen, dann schreibt dem jemand, der das kaufen möchte, könnten Sie sich einen Preis von 1900 vorstellen? Er sagt ja und dann sagt der Typ, ich aber nicht. Warum schreibst du das dann, Junge? Ich verstehe das nicht. Und mir ist gerade, by the way, meine Tastaturtaste abgegangen. Oh. PS2 inklusive Anschlusskabel und Controller. Hallo Stella, ist die PS2 noch da? Kann sie vor dem Kauf getestet werden? Danke und Gruß. Und dann antwortet die, ja hallo, aber lassen Sie bitte die Finger von mir, Sie Lustmolch. Ah. Nochmal ein iPhone, moin moin, Interesse an einem Tausch gegen den Xbox One, gegen einen Xbox One mit 13 Spielen, Grüße. Kannst du nicht lesen? Kann mir jemand Manieren beibringen? Das heißt, nein, danke, du Bob. Und er schreibt, nein, danke, du Bob.
Der war nicht schlecht gekontert, aber ist halt wirklich so. Man schreibt nicht, kannst du nicht lesen. Man kann ja auch freundlich antworten. Letzter Preis bitte, wenn ich selber abhole. Hallo, 115 Euro. 80 Euro kann ich auch selber abholen. Für 80 Euro können sie auch zu Hause bleiben. Sie haben meine Gefühle verletzt. Auf jeden Fall auch richtig gut. Dann geht's um Gameboy. Nur ein Gameboy. Welchen denn? Einen blauen. Also der ganz alte, den habe ich leider schon. Den habe ich auch schon. Also sie wollen halt irgendwie tauschen. Sorry, sonst tausche ich eigentlich sehr gerne. Okay. Oder tauschen sie auch gegen einen Hamster? Warum bietet man seinen Hamster denn an? Junge, was ist das? Der Typ will auf jeden Fall diesen scheiß Gameboy haben. Boah, oh mein Gott, wie behindert. Dann gehen an der Stelle nochmal Props raus an den Verkäufer hier. Der hat nämlich seinen Mini Cabrio S in blau Metallic Checkheft gepflegt verkauft. Und stellt ein Bild rein mit einer Plane drüber, wo man das Auto nicht sieht. Ich meine, wenn man ein Auto kaufen will, dann zeigt man das doch auch. Warum machst du so ein Bild, Junge? Willst du zeigen, dass du eine coole Plane oder eine Garage oder was hast? Das ist doch voll dumm, man sieht ja nicht mal die Farbe. Eieiei, Leute, egal. Nächster Chat, da will wieder jemand tauschen und schreibt, huhu, ich hätte ein Huawei Mate S. Und dann antwortet der, huhu, das ist schön. Richtig gut. Oh mein Gott, Leute, das sind so behinderte Sachen dabei gewesen. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im nächsten Video. Oder heute Abend um 18 Uhr bei einem Gaming-Video. Deswegen, ja, haut rein, Leute, und Peace.